Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, in meinem Düsseldorf-Japan-Meilen-Dings-Hall, was auch immer, ist bei eBay ein Paketchen wieder angekommen. Hab schon mal hier die Adressen weggemacht und ja, ich hatte mir nämlich was auf eBay bestellt und ja, gebraucht, aber nicht so mega billig, sage ich mal, aber ich hatte bei meinem Vater noch was gut. Und dann hat der das bezahlt. Und ja, eine Reihe, die ich schon seit längerem haben wollte, weil ich den Zeichensiegel sehr schön fand und auch so sehr interessant. Und erstmal einen Haufen Füllmaterial. Und ja, das ist Toro Oricon. Und zwar Band 1 bis 6. Ich hole die mal raus. So. Und ja, gucken wir mal. Hier ist Band 1. Ach, mit Ausklappposter, sehr schön. Oh, sogar dreiseitig. Also so sehr schick. Gucken wir mal, ob die anderen auch so eins haben. Ja, die haben, glaube ich, alle. Das fände ich ja sehr cool. So. Also ich fand die Reihe schon länger mal interessant. Und letztens habe ich auch, ich glaube, bei Doki Foxy das Artbook von Tsuki Jinao gesehen. Und fand die Zeichnung sehr schön. Und oha, das ist hier sogar so innen bedruckt. Sehr cool. Und ja. Dann habe ich mich mal auf eBay erkundigt und dann gleich zu einem relativ guten Preis gesehen. Und dann habe ich es mir geholt, ja. Ich habe in Düsseldorf auch das Artbook dazu gesehen. Allerdings hatte ich nicht mehr genug Geld und ja, es war auch ein bisschen ramponiert. Und dann habe ich es nicht genommen, aber es sah sehr schön aus. Ich habe reingeblättert und ja, vielleicht kaufe ich es mir irgendwann mal, wenn ich es irgendwo gebraucht krieg. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, worum es in der Story geht. Ich habe so ein bisschen so klappentextmäßig reingelesen, aber mehr weiß ich auch nicht und bin schon sehr gespannt, da mein Stapel der Schande auch ja, kaum mehr vorhanden ist. Oho. Ja, dann habe ich da auch wieder was zu lesen. Ja, also Band 1 bis 6. Im Moment sind ja auch nur 6 draußen und der 7. kommt bald und dann kann ich den gleich weiterkaufen. Ja, ich würde sagen, es war es dann auch schon von meinem kleinen Unpacking und ich glaube, als nächstes drehe ich dann das Schandstapel-Update, beziehungsweise das normale kommt ja auch noch bald. Ja, dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Ciao!